Lehrzeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Mischa. Herzlich willkommen, wie immer, auch wieder von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder. Mischa, hallo und herzlich willkommen, natürlich auch von meiner Seite. Ja, man kennt ja schon unsere Einleitung. Mischa, bevor wir jetzt hier komplett mit dem Buch starten und weitermachen, mit dem zweiten Teil von Tony Robbins, wollte ich mal dir ein, zwei Sachen erzählen, die ich jetzt angefangen habe, seit ungefähr zwei, drei Wochen zu verändern. Und zwar ist mir aufgefallen, dass immer wenn ich viel für die Uni zu tun habe oder allgemein die Aufgaben anstehen und ich dann zum Beispiel zwischenzeitlich kurz aufs Handy schaue, kennt das glaube ich jeder, man verschwindet so kurz auf Instagram und auf einmal ist dann wieder eine halbe Stunde an Zeit weg und man fragt sich so ein bisschen, wo ist die Zeit geblieben, was habe ich jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit gemacht oder mir überhaupt angeschaut. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass ich da teilweise wirklich vielen Leuten folge, die einfach nur irgendeinen Blödsinn die ganze Zeit posten und Sachen, die mich eigentlich vielleicht auch gar nicht interessieren, die ich einfach so vorgeworfen bekomme, weil ich durch die Stories so ein bisschen durchscrolle. Und ich habe jetzt sukzessive angefangen, Leuten zu entfolgen, die einfach nur Sachen posten, die mich nicht interessieren. Und ich muss sagen, das finde ich ziemlich cool, weil ich jetzt da viel, viel weniger mit irgendwelchen Blödsinn zugeballert werde. Finde ich auch sehr gut. Ich merke das auch, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ist eigentlich das Erste, was ich so tue, ist erstmal aus den strikten Klamotten raus, ab aufs Bett und erstmal das Handy in der Hand und dann wird da erstmal rumgescrollt oder geswiped. Da geht schon massiv Zeit drauf, auf jeden Fall. Das Krasseste wäre natürlich jetzt noch die Extremform, die Königsdisziplin, wenn du sagst, ich verzichte komplett drauf. Aber bis dahin ist es, glaube ich, noch ein kleiner Weg. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass man da dann so ein bisschen, dass es manchmal auch ein bisschen schwierig sein kann, wenn man natürlich so alle seine ganzen Freunde auf Instagram oder Facebook aktiv sind, wenn man da dann nicht so, gar keinen Zugang mehr dazu hat, dass man dann vielleicht auch, vielleicht so ein bisschen aus der Bildfläche verschwindet. Ja, genau, und auch nicht mehr so auf dem neuesten Stand ist und auch so ein bisschen soziale Kontakte nicht mehr so gut pflegen kann. Ich spreche jetzt auch nicht hauptsächlich von Freunden oder irgendwelchen Leuten, die man kennt, sondern hauptsächlich auch solchen Seiten, die irgendwelche Memes posten oder irgendwelche Lachvideos und so diese ganzen Blödsinn, weißt du? Die kann man eigentlich alle getrost wegschicken. Was natürlich auch ein Ding ist, das man nicht vergessen sollte oder darf, gerade bei uns, wenn jetzt unsere Freunde oder wenn wir jetzt auch ausgezogen sind, ist es natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger, da am Laufenden zu bleiben. Man ist dann vielleicht noch in ein paar WhatsApp-Gruppen drin, kriegt da so ein bisschen was mit, was jetzt am Wochenende ansteht und Co., aber man kann sich halt nicht selbst beteiligen und da ist das ganz nett eigentlich dann auch mal bei Facebook, bei Instagram dann so Stories vom Wochenende von denen zu sehen oder was sie hier so getrieben haben und sich das anzuschauen. Ja, genau. Das ist auch der Aspekt, den ich halt meinte. Dafür würde ich es halt auch nutzen, aber nicht, um jetzt irgendwie irgendwelchen zum Beispiel Influencern zu folgen, die mir ständig irgendwelche Produkte vorstellen oder so, weißt du? Das brauche ich einfach nicht. Ja, das stimmt. Finde ich gut. Gut, das ist so meine Veränderung der Woche. Bei dir gibt's was Neues oder alles beim Alten? Ja, alles beim Alten. Die letzte Arbeitswoche, die jetzt hier ausklingt langsam, ganz gemütlich. Und dann ist auch der verdiente Weihnachtsurlaub vor der Tür, würde ich sagen, ne? Aber ja, die Weihnachtszeit. Für unseren Podcast natürlich nicht, da wird weitergearbeitet. Ja, aber man muss dazu sagen, du hast zumindest noch ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung als ich hier im Norden. Ja. In Rotterdam gibt es natürlich die ein oder anderen großen Kaufhäuser, die sich ein bisschen von außen hergerichtet haben und Schaufenster eingerichtet haben, aber so einen richtigen Weihnachtsmarkt gibt es jetzt hier nicht. Das Einzige, was es hier gibt, ist ganz lustig, in der Stadt sind so vereinzelt vietnamesische Fressbuden aufgestellt, wo die Leute dann immer diese, ich weiß gar nicht, diese frittierten Frühlingsrollen und so kaufen. Das ist immer sehr interessant. Weihnachtlich. Sehr weihnachtlich, ja genau. Optimal zur Stimmung angepasst. Naja. Ja, wir haben in der letzten Folge damit aufgehört oder kurz angesprochen, dass wir
die Glaubenssysteme ja noch anschneiden wollten. Wir sind ja noch im Anthony Robbins, im Das Robinson Power Prinzip und würden damit auch eigentlich jetzt direkt durchstarten, oder? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das Einzige, was ich noch mal kurz einmal vorweg sagen möchte, ist, dass wir für alle Zuhörer, die jetzt gerade vielleicht neu einschalten, dass wir natürlich nicht das Buch 1:1 für jede Seite durchgehen, sondern wirklich wieder nur die wichtigsten Sachen pro Kapitel besprechen, die uns aufgefallen sind, die wir mit euch vielleicht auch mal mitgeben möchten, um ein bisschen darüber nachdenken zu können. Und des Weiteren haben wir alle wichtigen Informationen zu dem Buch und auch irgendwelche Quellen, verschiedene Quellen, die wir benutzen für diese Podcast-Folge, haben wir alles in der Podcast-Beschreibung zusammengefasst. Das ist ganz einfach, wenn ihr bei Spotify uns hört, kann man da auf Folge und dann auf mehr Informationen klicken. Dann kann man da nochmal, vielleicht nochmal schauen, ob ihr noch Zusatzinformationen haben möchtet. Und ansonsten bei iTunes ist das Ganze auf mehr Details, wenn ich mich recht erinnere, in der App. Ja, ich glaube auch. Gut. Dann können wir aber jetzt auch direkt starten, würde ich sagen, mit dem nächsten Kapitel. Und zwar geht es hier um Glaubenssysteme. Das Kapitel heißt Glaubenssysteme, schöpferische und zerstörerische innere Kraft. So, jetzt natürlich die Frage, was ist jetzt hier wieder mit gemeint mit diesen Glaubenssystemen und wie können die schöpferisch und auch zerstörerisch sein? Und zwar beginnt das Kapitel mit einem Vergleich. Und zwar vergleicht Tony Robbins hier zwei Frauen, die so im 70-jährigen Alter sind. Und die eine Frau hat ein sehr positives Mindset. Sie hat mit ihren 70 Jahren angefangen, ein neues Hobby zu entdecken, nämlich das Bergsteigen. Und er spricht hier über die Frau, über die 70-jährige Hulda Crooks. Und das ist zum Beispiel die älteste Frau gewesen, die jemals den Fujiyama bestiegen hat. Also wirklich auch im hohen Alter sehr aktiv. Der Fujiyama ist, glaube ich, ein sehr hoher Berg. Und im Gegenzug dazu stellt er aber noch andere Frauen gegenüber, die halt auch in der gleichen Altersklasse unterwegs sind und die aber ganz andere Glauben hatten, die jetzt nicht davon ausgegangen sind, dass die noch mal in der Lage wären, bergsteigen zu können und sich eher gesagt haben, okay, ich bin der Auffassung, dass mein Körper dem Verfall preisgegeben ist, ich habe eigentlich gar keinen richtigen Antriebskraft mehr und jetzt ganz drastisch beschrieben, sagt er dann halt hier auch, dass diese Damen teilweise auch den Glauben hatten, dass es jetzt langsam mal Zeit wäre, das Nötigste zu regeln und das Testament zu verfassen. Also wirklich ganz unterschiedliche Ansätze hier, wie man mit seinem Alter umgeht, im hohen Alter. Und das ist jetzt eigentlich so die Anleitung, die halt dann auch weiter auf das Kapitel aufbaut. Und zwar wird dann hier gesagt, dass wirklich diese Glaubenssysteme, die darüber entscheiden, ob unser Lebensweg von Freude oder aber auch von innerlicher Zerstörung gekennzeichnet ist. Das heißt, es kommt immer so darauf an, wie interpretiere ich meine Situation eigentlich und welche Glaubenssysteme stützen diese Interpretation. Und ich fand in dem Buchkapitel noch ein anderes Beispiel ziemlich krass. Mhm. Und zwar geht es hier um einen Psychiater, Viktor Frankl heißt der, und der war ein Holocaust-Überlebender. Und der war halt mit anderen Leuten im Auschwitzer Konzentrationslager eingeschlossen und er war halt mit als einer der einzigen Gefangenen in der Lage, mit seiner Situation umgehen zu können. Und andere Gefangene haben da schon früh aufgegeben und haben es eigentlich gar nicht geschafft, mit dem Druck und mit diesem Stress und mit den Qualen umgehen zu können. Und er hat sich aber, um das durchstehen zu können, auf ein Glaubenssystem gestützt oder auf einen Glaubenssatz gestützt. Und zwar hatte er den Glauben, dass er sich selber einen positiven Sinn eingeflößt hat, das heißt, und zwar hatte er den Glauben, dass er als Überlebender die Möglichkeit hätte, seine Geschichte zu verbreiten und dafür sorgen kann, dass andere Menschen dieses Leid nie wieder erfahren müssen. Das heißt, er hat seiner Situation einen Sinn gegeben und hat sozusagen einen Ausweg gesehen, um seine Situation überstehen zu können. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes gutes Beispiel, was so ein bisschen beschreibt, was Glaubenssysteme oder Glaubenssätze eigentlich für eine Kraft haben. Ansonsten würde ich jetzt mal weitermachen und einfach mal darüber sprechen, was Glaubenssätze eigentlich sind oder nochmal ein bisschen weiter in die Materie eingehen, wie Glaubenssätze definiert werden können. Und zwar ist ein Glaubenssatz immer ein Gefühl, den man auf einen bestimmten
Sachverhalt hat. Das heißt, in dem Fall mit dem Holocaust-Überlebenden war es jetzt zum Beispiel dann seine Situation, in der er ausgesetzt war. Und das Wichtigste hierbei ist, zum Beispiel zu verstehen, dass Glaubenssysteme und Glaubenssätze immer auf verschiedene Referenzerlebnisse aufgebaut sind. Das heißt zum Beispiel, wenn man lustig in den Beruf geht es dann hier darum, um den Glaubenssatz, ich bin sexy. Und der wird zum Beispiel dann auf verschiedene Glaubenssysteme aufgebaut. Michael, ich weiß nicht, hast du da vielleicht zwei Glaubenssätze, die zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin sexy, stützen könnten? Mhm. Ja, da wäre so ein Glaubenssatz, der das jetzt unterstützt, dass ich sexy bin, einmal, das ist ein Referenzerlebnis, dass zum Beispiel ich jetzt irgendwie, weiß nicht, Miss America oder ähnliches, so einen Contest gewonnen hätte. Mhm. Da hätte ich auf jeden Fall schon mal ein Referenzerlebnis, also ein Fundament, auf dem ich aufbauen könnte. Es kann aber auch, was ich sehr interessant fand, ein Referenzerlebnis sein, das fiktiv ist, also was gar nicht stattgefunden ist, gefunden hat. Ich muss nur stark genug dran glauben und kann dann in der Form ablaufen, dass ich mir quasi selber einrede, dass ich mich sexy finde und weiß nicht, ich meine Haare so schön finde oder meine Augen so toll sind. Und je stärker ich mir das einrede, desto größer wird auch das Referenzerlebnis und desto stärker setzt sich dann der Glaubenssatz durch. Dann kann man sich eigentlich so vorstellen, wie der Glaubenssatz ganz oben und die Referenzerlebnisse sind quasi so das Gemäuer, die Stützen, die den Glaubenssatz aufbauen. Und je höher der Glaubenssatz liegt, desto höher, desto stärker wird er einem beimessen. Oder desto stärker sieht man ihn an. Ich glaube, in dem Buch war auch dieses Bild von dem Tisch, also dass der Glaubenssatz sozusagen eine Tischplatte ist. Mhm. Und diese Referenzereignisse oder Erlebnisse einfach dann die Tischbeine sozusagen, ja, die den Tisch dann stützen. Die Stützpfeiler, ja. Genau. Ja, und das ist, glaube ich, erstmal essentiell wichtig, um zu wissen, wie eigentlich jetzt diese Glaubenssysteme auch mich in meinem Alltag beeinflussen. Oder wie man die auch vielleicht verändern kann. Also indem man halt diese Referenzerlebnisse oder Referenzerfahrung anders interpretiert. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch einmal, das habe ich mal rausgesucht, da gab es einmal einen Läufer oder so einen Weltrekordhalter, und da ging es darum, dass man ging es um die Frage, ob man eine Meile in weniger als 4 Minuten laufen könnte. Und da war dann dieser Runner, Roger Bannister, das war 1954, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, und der wollte halt diesen Rekord oder diese unantastbare Zahl knacken, weil vorher hieß es halt immer, nee, 4 Minuten, das schafft man nicht, eine Meile zu laufen. Ja. Und er hat einfach dann aufgrund verschiedener Konditionstraining und auch mentalen Trainings es geschafft, diese 4 Minuten zu knacken. Aber das ging halt auch nur deswegen, weil er seinen Glaubenssatz, dass er das schafft, durch mental erstellte Referenzerlebnisse sozusagen manipuliert hat. Das heißt, er hat sich immer im Kopf vorgestellt, wie er diese 4-Minuten-Hürde schon längst geschafft hätte, sozusagen, und hat dann seinen Glaubenssatz in Hinsicht dieser 4-Minuten-Barriere gebrochen und war dann in der Lage, wirklich, natürlich jetzt nicht nur, dass er sich das vorgestellt hat, da muss er natürlich auch noch ein bisschen trainieren und auch Konditionstraining machen, aber war dann in der Lage, die eine Meile in unter 4 Minuten zu laufen. Das fand ich ziemlich cool. Sich nochmal so als quasi selber schon im Ziel gesehen und dadurch das Ziel ein bisschen näher geholt und hast du dann letztendlich auch geschafft. Genau, richtig. Richtig. Ja, sehr cool. Ja, ansonsten. Ja, was ich auch noch sehr interessant fand, bevor du jetzt noch weitererzählst, die drei Kategorien, die da genannt werden. Einmal die Meinung, die leicht ins Wanken gebracht werden kann, die wir alle haben, oder eine Ebene höher dann, so eine Hierarchieebene eher. Die Meinung ganz unten, darüber der Glauben, der dann schon stärkere Referenzerlebnisse hat oder eine stärkere emotionale Referenzbasis hat und mit Gefühlen bestückt ist, und dann die Überzeugung, über die wir hier auch ja jetzt sprechen die ganze Zeit,
die mit großer emotionalen Intensität beflügelt ist. Und wenn die angegriffen wird, löst es auch meistens immer aus, dass sich derjenige dann wehrt mit Händen und Füßen, was man natürlich auch im Kopf behalten sollte und vorsichtig sein sollte, wenn einem dasselbe passiert und man jetzt von irgendwas total überzeugt ist und das angegriffen wird, dass man nicht in diese extreme Abwehrhaltung kommt und dann sich auf einmal in der Situation wiederfindet, dass man das vehementlich abwehrt und dann vielleicht auch auf eine persönliche Ebene agiert. Ich glaube, das ist auch viel bei Menschen der Fall, die vielleicht ein bisschen älter sind. Ja. Weil da schon, wie wir es auch schon mal in den letzten Podcast-Folgen angesprochen hatten, dass sich da die neuronalen Netze nicht mehr so schnell neu bilden können und deswegen diese Personen dann meistens der Meinung sind, dass sie halt alles schon wissen und neue Glaubensprinzipien gar nicht mehr an sich heranlassen. Ja. Genau, jetzt am Ende des Kapitels geht es halt auch nochmal darum, wie man diese Glaubensprinzipien neu ausrichten kann. Und das ist, glaube ich, auch eine der Kernaussagen, die wir uns im nächsten Schritt widmen werden. Und zwar geht es hier wiederum um zwei Schritte. Der erste Schritt ist ganz einfach, dass man versucht, diese alten Glaubensmuster mit massivem Schmerz zu verknüpfen. Das heißt, wir erinnern uns, wir hatten es in der vorigen Folge schon besprochen, alle Aktivitäten und Taten des Menschen werden aufgrund von Schmerz und Freude definiert. Und wenn man zum Beispiel die alten Glaubensmuster dann mit Schmerz assoziiert, wird man gezwungen, neue Glaubensmuster sich anzueignen. Ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, aber wir werden im nächsten Schritt nochmal spezifisch darauf eingehen, wie man das jetzt vielleicht anmachen kann. Und im zweiten Schritt geht es darum, dass man Zweifel legt. Das war so ein bisschen das, was du gerade auch mit der Abwehrhaltung schon verdeutlicht hast, dass man halt auch mal so ein bisschen seine Verhaltensmuster hinterfragt. Ja. Und sich überlegt, ob das jetzt, was ich die letzten Jahre gemacht habe, alles richtig ist oder ob es dann nicht vielleicht Sinn macht, sich was Neues zu überlegen und was Neues anzueignen. Ja, finde ich sehr gut. Genau. Dann würde ich jetzt noch, wenn du fertig bist mit dem Kapitel, oder? Ich bin jetzt soweit durch, ja, genau. Genau, noch ganz kurz, was ich auch noch in dem Kapitel sehr schön fand, was irgendwo beiläufig mal erwähnt wurde, dass keine Erfahrung im Leben eine andere Bedeutung hat als diejenige, die wir ihr selbst beimessen. Heißt, du kannst dir im Endeffekt selber den Grad an Kopfzerbrechen, das dir eine Tätigkeit beifügt, bestimmen. Beispiel, wenn wir jetzt mal von dem Abitur ausgehen würden und sagen würden, ja, das Abitur, das sagt im Endeffekt mir eh nicht aus, wie schlau oder wie doof ich bin und sagt mir auch nicht aus, wie viel ich später in meinem Leben verdiene. Also verringere ich die Bedeutung, die ich dem Abitur bemesse, für mich und wäre dadurch auch eine kleinere Sache. Heißt, ich würde mir darüber gar nicht so viel den Kopf zerbrechen und würde mir nicht so viele Sorgen darüber machen. Was ich sehr, sehr interessant fand, dieser Ansatz. Also, dass man auch ein bisschen guckt, wie, dass man das selbst so ein bisschen steuert. Gut, das nächste Kapitel geht jetzt los mit, wie wir diese Veränderung erreichen können. Es nennt sich, lassen sich Veränderungen von einer Minute auf die andere erzielen, mit einer provokanten Frage, dem Titel. Und hier geht es jetzt um die neuroassoziative Konditionierung, die wir in dem letzten Teil ja auch schon kurz angesprochen haben. Und zwar die NAC-Methode. Die NAC-Methode ist quasi eine Konditionierung des autonomen Nervensystems auf Freude mit angestrebten Zielen zu reagieren und die Freude und die Ziele quasi zu konditionieren, zu assoziieren, um dann beim Erstreben dieses Ziels, beim Hinarbeiten und dann auch beim Erlangen Freude damit zu verbringen, zu verbinden. Und genau, so ein bisschen, darf ich einmal kurz anhaken, so der Weg ist das Ziel, dass man auch schon mit dem Weg und den Schmerzen auf dem Weg sozusagen Freude assoziiert. Genau. Gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Schmerz mit den Verhaltensweisen, die es zu meiden gilt. Also gerade Tätigkeiten, die uns jetzt von unseren Zielen fernhalten, die bewusst jetzt ganz konträr oder uns nicht gut tun vielleicht auch,
die wollen wir ja nicht weiter vertiefen und die wollen wir nicht konditionieren, die wollen wir am liebsten über Bord werfen. So, und jetzt natürlich die Frage, wie man diese langfristige Veränderung herbeiführen kann, damit das auch wirklich in uns bleibt und nicht so ein kleines Wochen-Monats-Spiel ist, das kurz kurz auftritt, wir kurz durchführen und nach 2-3 Wochen kommt dann langsam der Alltagsrhythmus und dann lassen wir das auch wieder. Deswegen muss die Veränderung einmal von einem selbst kommen, vom Inneren eines Menschen. Da muss ich so, darf ich kurz einmal anhaken? Ja. Ich glaube, muss sich auch dann so bewusst sein, dass man wirklich was verändern möchte, ne? Genau. Und was ich auch sehr wichtig fand, deswegen habe ich es mit aufgeschrieben, müssen wir unserem Gehirn klare Signale senden. Also wenn wir ein Verhaltensmuster mit Freude oder Schmerz verknüpfen wollen, muss dies eindeutig sein. Und es darf nicht heute mal mit Freude und morgen müssen wir uns wieder dazu aufquälen und mit so ein bisschen mit Schmerz verknüpfen. Weil im Endeffekt, wenn wir die gemischten Botschaften vermitteln, erhalten wir auch gemischte Resultate und das ist ja gerade nicht das Ziel. Deswegen im Klaren darüber sein, die Signale, die wir verschicken, müssen klar und deutlich sein. Genau, und dann geht es eigentlich auch los. Ah nee, stopp. Dann ist das, das war es eigentlich schon zu dem Kapitel, weil das eigentlich nur so der Einstieg ist. Genau, das war eigentlich jetzt so ein kleiner Teaser für diese neuroassoziative Konditionierung, dieses Konzept, diese Struktur, die der Tony Robbins uns dann hinterher genauer erläutert, wie man es halt auch anwenden kann. Bevor wir nochmal da jetzt direkt mit einsteigen, wie diese Schritte jetzt funktionieren, um sozusagen sein Glaubensmuster zu ändern, fand ich in dem Teil auch nochmal sehr interessant, dass zum Beispiel auch geschrieben wurde, dass man diese Umkonditionierung, dass man das jetzt nicht von heute auf morgen ändern kann. Also um jetzt schon mal den Kapiteltitel sozusagen zu widerlegen, lassen sich Veränderungen von einer Minute auf die andere erzielen? Natürlich nicht, weil das teilweise Glaubensmuster sind, die halt schon über Länge, Jahre, Jahre sich aufgebaut haben. Die kann man jetzt wahrscheinlich nicht von einer Minute auf die andere über Bord werfen. Und ich finde, er gibt dann hier einen sehr interessanten Vergleich, dass man das so ein bisschen wie mit dem Stimmen eines Klavieres vergleichen sollte. Weil wenn man ein Klavier stimmt, ist es halt so, dann kommt ein Klavierstimmer, kommt vorbei, das weiß ich noch, bei uns früher war es ja auch immer so, und der stimmt das Klavier halt einmal. Aha. Und dann muss er vielleicht nach einer Woche oder nach 10 Tagen wiederkommen, um die Seiten nochmal neu zu stimmen, weil sich das am Anfang immer noch so ein bisschen verzieht. Und so kann man sich das auch mit dieser Konditionierungsmethode vorstellen. Man muss es halt einmal auslegen, ausrichten, sich bewusst werden, dass man diese Entscheidung trifft, dass man sich umkonditionieren möchte, aber da muss man das halt auch kontinuierlich weiter verfolgen, damit man eine dauerhafte und bleibende Veränderung erzielen kann. Und nicht, dass man, wie du schon angesprochen hast, nach 10 Tagen dann auf einmal wieder in seine alten Verhaltensmuster zurückfällt. Ein schönes Beispiel mit dem Klavierstimmer, der dann immer wieder und wieder am Anfang häufiger und am Ende dann fast gar nicht mehr vorbeikommen muss und da nochmal die Saiten in die richtige oder auf die richtige Länge ziehen muss. Ja, ich weiß, das war ja bei uns, also unser Klavier zu Hause müsste, glaube ich, auch mal wieder gestimmt werden, solange wie das nicht mehr gestimmt wurde. Das wäre langsam Zeit dafür. Ja, genau. Und der letzte Punkt, den ich nochmal hier ansprechen möchte, das spielt so ein bisschen über die Funktionsweise des Gehirns nach und spielt auch so ein bisschen nochmal auf dieses Klavierstimmen mit ein, dass man das halt am Anfang auch üben muss, diese Umkonditionierung. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Es dauert halt, bis das Gehirn diese neuen Synapsenverbindungen zu den neuen Glaubenssätzen erstellt hat. Das haben wir auch schon früher mal angesprochen, dass jetzt halt dieses Trampelfahrtprinzip, je öfter man diese Verbindung nutzt, desto einfacher wird es für das Gehirn, die Glaubenssätze einzurichten. Und das, um auf das Klavier nochmal zurückzukommen, war bei uns oder bei mir früher auch immer so, mit diesen Trampelfaden, dass man halt, um neue Sachen zu lernen, das immer öfter wiederholen muss, bis es halt irgendwann ins Langzeitgedächtnis eingegangen ist, war beim Klavierspielen bei mir damals zum Beispiel auch immer so. Ich hatte da teilweise dann Klavierstück gelernt und habe das auch spielen können, aber dann hatte ich dann sozusagen diese Synapsenverbindung erstellt, die mir halt ermöglicht hat, das Klavierstück zu spielen. Aber nach einer Zeit, wenn man halt dann nicht dranbleibt, und so ist es mit der Konditionierung auch, wenn du nach einer Zeit aufhörst, das neue Glaubensmuster zu konditionieren, vergisst du es halt auch. Und sowas beim Klavierspielen halt auch. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wenn man dann zum Beispiel ein halbes Jahr versucht hat, später das Klavierstück nochmal zu spielen, was man irgendwie dann
in der Zwischenzeit gar nicht mehr probiert hatte, war ich halt nicht mehr in der Lage, das Klavierstück zu spielen, weil es halt verschwunden war. Und so ist es mit dieser Nackenmethode auch. Man muss es halt kontinuierlich machen, weil es halt sonst ja in Vergessenheit gerät. Mhm. Ja, stimmt. Also bei Klavierbeispiele bei mir sind ein bisschen schwierig, weil ich da ja noch ein bisschen jünger war und die Begeisterung, ein Instrument zu spielen, sich sehr stark an Grenzen gehalten hat. Aber mittlerweile läuft es auch nur noch nach, ich weiß ungefähr, wo die Finger lagen, und dann Try and Error so lange, bis das, was dabei rauskommt, sich einigermaßen gut anhört. Aber das ist ein anderes Thema. Oder du lernst halt mit YouTube-Videos und merkst einfach nur die die Tastenfolge auswendig. Funktioniert auch sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja gut, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Ich glaube, wir sollten jetzt mal anfangen, über die Nackmethode dann auch zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Genau, und das ist ein 6-Schritte-Prozess, wenn ich es richtig sehe. Ja, ist richtig. 6-Schritte-Prozess, der von Tony Robbins in dem Buch beschrieben wird und diese Neuassoziierung, neuroassoziative Konditionierung herbeiführt. Und wir hatten uns jetzt überlegt, dass wir vielleicht mal schauen, dass jeder von uns immer abwechselnd einen Schritt vorstellt und dass wir dann so ein bisschen, ja, aktiver uns austauschen darüber. Und zwar der erste Schritt wäre: Machen Sie sich bewusst, was Sie wirklich erreichen wollen und was Sie davon abhält, jetzt zu verwirklichen. Das spielt so ein bisschen auch darauf an, was du vorhin gesagt hast, dass man sich, bevor man überhaupt sich entscheidet, neue Glaubensmuster zu installieren, sich überlegen sollte, was will ich überhaupt, was möchte ich erreichen und was sind meine Hindernisse momentan. Ja, genau, da haben wir ganz am Anfang auch schon das Beispiel zusammen durchgegangen mit dem Laptop-Kauf. Genau, richtig, genau, da haben wir schon noch ein bisschen das Ganze ausgemalt. Ich weiß nicht, sollen wir dann mal hier nochmal den Laptop-Kauf nochmal anbringen, dass man so ein bisschen das auch ein bisschen auf ein Anwendungsbeispiel hat? Nee, ich würde eigentlich weitermachen und dann sagen hier, wenn es euch wirklich interessiert, dann in der letzten Folge, ich glaube die letzten 10 Minuten, letzten 5 Minuten sind eigentlich ganz gut getroffen damit. Okay. Der zweite Schritt, nutzen Sie Ihren Veränderungswillen. Verknüpfen Sie massive Schmerzen mit dem Gedanken, am bisherigen festzuhalten, und massive Vorteile mit der sofortigen Änderung. Mhm. Heißt, ich mache mir hier Gedanken, mit welchen Nachteilen ich rechnen muss, wenn ich mich nicht ändere, und baue dann Druck von innen auf. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir auch schon hatten, was ich sehr gut von dir fand, die Weg von Motivation und die hin zu Motivation, wie mit dem, als Beispiel mit dem Rauchen, dass ich einmal, ich will aufhören mit dem Rauchen, und dann habe ich als Weg von Motivation, dass ich mir selber sage, ja, ich möchte weg vom Rauchen, weil es mir meine Gesundheit schädigt und weil ich dadurch stinke, und hin zu Motivation, ich möchte damit aufhören, weil ich dadurch Geld spare. Ich glaube, so ging das, oder? Genau, so war es richtig. Genau, das sind so diese Kopplung der beiden Nach- und Vorteile. Ich würde noch mal ein bisschen zwei Sachen noch mal vertiefen hier in dem zweiten Schritt, wenn es gerade um diese Schmerz- und Freude-Assoziation geht. Und zwar gab es in dem Buch ein ganz krasses Beispiel. Da gab es dann zwei Frauen, die halt sozusagen auch abnehmen wollten und es aber nicht geschafft haben und dann zu einer sehr drastischen Methode gegriffen haben. Die haben dann nämlich sozusagen den Schmerz mit etwas sehr Extremen assoziiert. Und zwar haben die sich dann jeweils gesagt, okay, wenn wir jetzt nochmal jeweils in unserer Diätphase Süßigkeiten essen, muss derjenige, der Süßigkeiten isst, danach eine Hundefutterdose mit Pferdefleisch essen. Lecker. Das ist ein sehr, sehr drastisches Beispiel, was der Tony Robbins hier in dem Buch bringt. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine optimale Schmerzassoziation, wenn man wirklich seinen vorherigen Glaubensmuster ändern möchte. Und um das Ganze nochmal ein bisschen zu erläutern, wie man jetzt zum Beispiel Schmerz auch nochmal ein bisschen anders positionieren kann, ist zum Beispiel, wenn man dann sich fragt, okay, wenn ich meine Verhaltensmuster jetzt nicht ändere, was hat das nicht nur für mich für eine Auswirkung, sondern auch für Leute in meinem näheren Umfeld, für meine Familie, für meine Bekannten. Wie kann ich da vielleicht schauen, dass ich da auch nochmal so einen externen Druck erzeuge? Zum Beispiel, wenn man das jetzt nochmal mit dem Rauchen mit einbezieht, was hat das für eine Auswirkung auf meine Familie oder meine Kinder zum Beispiel? Wenn ich zum Beispiel sage, ich rauche, ist natürlich für mich auf der einen Seite schlecht, aber auf der anderen Seite schädige ich natürlich auch
meine Mitmenschen, wenn die den Rauch mit auch einatmen, ne? Und wenn man sich dann vorstellt, okay, die werden durch mich krank, ist es nochmal so ein zusätzlicher Druck, den man dann vielleicht hat und der einen mehr befähigt, sozusagen eine Veränderung herbeizurufen. Ja. Absolut. Genau. So, dann der dritte Schritt, nachdem man halt sozusagen Schmerz und Freude assoziiert hat, ist dann, dass man die alten Muster, die alten Lungenmuster unterbricht. Und da muss man wirklich nochmal schauen. Machen wir kurz Pause, ich muss noch kurz überlegen, oder? Ich schneide es einfach raus. So, okay. Okay, ich bin fertig. Der Schlüssel hierbei liegt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dann hierin, dass man das alte Verhaltensmuster sofort unterbricht, sobald es halt sich bemerkbar macht und dann sozusagen auch dem Gehirn Signale gibt, diese alten Nervenbahnen, die halt dazu geführt haben, dass ich so ein Verhalten habe, sozusagen kappt, bildlich gesprochen jetzt natürlich, und dass diese alten Nervenstrukturen nicht mehr so genutzt werden und dann auf lange Zeit ausdeihen oder aussterben. Und da gibt es jetzt verschiedene Methoden, wie man das Ganze macht. Lass mal kurz Pause machen. Ganz Pause? Ja, lass laufen. Ich muss auch kurz einmal durchlesen hier. Ja. Warte mal. Zu legen, warte mal. Einfach sagen, wie die Anreize geben, den Anreiz zu geben, sich zu ändern, aber gleichzeitig auch eine Alternative zu finden für die Befriedigung der Bedürfnisse. Okay, ich habe was anderes. Was hast du denn da? Warte mal, dass man zum Beispiel aufstehen soll und sich überlegen soll, okay, wenn ich im Restaurant mit dem Essen... Wenn ich zum Beispiel sage, ich will abnehmen, dann soll ich in ein Restaurant gehen und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich fange an, mich vollzustopfen, aufzustehen und zu schreien, Schwein. Okay. Würde ich jetzt nicht nennen. Okay. Ich habe dann noch hier sowas mit, dass man sich die Situation vorstellen soll und dann das Ganze wie ein Zeichentrick ablaufen soll, lassen soll und dann im Moment vorwärts und rückwärts laufen, die Geschwindigkeit ändern, bisschen Humor, eine Pinocchio-Nase, Mickey-Maus-Ohren. Ja, ich will auch, das habe ich auch. Ich überlege nur, wie man das aufs Rauchen beziehen kann. Okay, ich weiß schon, was ich mache, okay. Bist du bereit? Ja. Warte. Ich fange mal mit dem 3 komplett an, okay? Okay. Okay. Der dritte Schritt, der dann jetzt ganz wichtig ist, nachdem man die Freude- und Schmerzassoziation sozusagen erstellt hat, ist, dass man die alten Verhaltensmuster und Glaubensmuster sofort unterbricht, sobald diese auftreten. Das heißt, da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht unterbewusst die Glaubensmuster, den Glaubensmuster nachgeht, sondern dass man wirklich versucht, das auch dann zu erkennen, sobald man den alten Glaubensmustern verfällt und dann das Ganze im Keim erstickt. Und da gibt es jetzt zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, die hier im Buch genannt werden. Eine Variante wäre zum Beispiel, wenn man sich überlegt, okay, ich möchte mit dem Rauchen jetzt aufhören, dass man sozusagen einmal sich diese Situation, in der man raucht,
bildhaft vorstellt. Das heißt, die Methode, die wir hier machen, da geht es darum, dass man das Muster in seine Bestandteile zerlegt. Und das heißt, ich überstelle mir das Rauchen bildhaft vor im Kopf und lasse diese Situation so ein bisschen erstmal abstrakt wirken, wie so in so einem Zeichentrickfilm ablaufen. Ich weiß, das Ganze hört sich jetzt ein bisschen weit hergeholt an, aber. Bisschen suspekt am Anfang. Genau, man lässt sich dann die Situation, wie man jetzt zum Beispiel raucht, im Kopf ablaufen, stellt sich jetzt ein bisschen abstrakter vor und merkt dann halt zum Beispiel, musst du das aufs Rauchen beziehen? Nee. Also das Ding ist halt, lass mal kurz auf Stopp machen. Willst du wirklich abbrechen, also stoppen die Aufnahme? Nee, lass laufen, ist egal, ausstreichen. Das Ding ist halt, dann hätten wir halt vorher mit Wut anfangen sollen, also dass man das halt auch komplett mit Wut durchziehen kann, weil jetzt ist natürlich so, Rauchen ist Kacke. Wenn wir jetzt wieder auf Wut springen vom Rauchen aus, ist halt so ein bisschen kein roter Faden, weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich jetzt nicht so tragisch. Aber okay. Wenn du willst, können wir komplett von vorne mit dem ersten Schritt nochmal anfangen und dann machen wir das mit Wut. Ich glaube, das wäre wirklich besser, muss ich zugeben. Ja, dann fang vorne nochmal an. Okay, bist du bereit? Ja, schon die ganze Zeit. Let's go. Okay, ich mach den ersten Schritt, ne? Richtig, ich mach den zweiten. Du machst den dritten, ich mach den vierten. Du machst den fünften, okay, ich mach den sechsten. Okay. Gut. Okay, so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter mit dem nächsten Kapitel, wo es jetzt dann auch praktisch wird und wo wir darüber sprechen, wie man diese neuroassoziative Konditionierung wirklich schrittweise nachverfolgen kann. Die wird hier in dem Buch von Tony Robbins in 6 Schritten, wenn ich mich recht erinnere, beschrieben. Genau. Und da würde ich dann direkt mit dem ersten Schritt anfangen. Und zwar geht es hier darum, machen Sie sich bewusst, was Sie wirklich erreichen wollen und was Sie davon abhält, Ihr Ziel jetzt zu verwirklichen. Und da geht es so ein bisschen darum, was du auch schon vorhin besprochen hattest, dass man wirklich erstmal sich ein klares Ziel vor Augen haben möchte, um seine Glaubens- oder Verhaltensmuster wirklich zu durchbrechen. Und wenn wir jetzt uns überlegen, ein Ziel könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn man sehr dazu neigt, immer Wutausbrüche zu haben, dass man wirklich das Ziel hat, okay, ich möchte diese Wutausbrüche in den Griff bekommen. Ich möchte, Alles klar. Oh, das ist der Wurm drin. Das Ziel ist nicht, dass man nicht die Wut rausnimmt, sondern das Ziel ist, dass man auf die Wutsituation des Chefs anders reagiert. Ja, oder weniger wütend wird. Genau, dass man, ja, aber ja, okay. Ja. Okay, ich mache den ersten Schritt nochmal. Ja, dann los geht's. Der erste Schritt von dieser neuroassoziativen Konditionierung wäre, machen Sie sich bewusst, was Sie wirklich erreichen wollen und was Sie davon abhält, Ihr Ziel jetzt wirklich zu verwirklichen. Und um das Ganze noch ein bisschen zu veranschaulichen, haben wir uns überlegt, machen wir wieder so einen Beispielfall, den wir dann schrittweise mit den 6 Schritten hier durchgehen. Und das spielt auch so ein bisschen hier im ersten Schritt schon darauf an, was du vorhin schon gesagt hattest, dass man sich zuerst überlegen soll, was will ich jetzt wirklich erreichen, welches Ziel habe ich, damit man sozusagen die Basis baut, um seinen Glaubenssatz zu verändern. Und wir haben uns überlegt, dass wir hier mal da anfangen, dass man als Benutzer dieser Taktik seine Wut auf seinen Chef zum Beispiel, dass man die unter Kontrolle kriegen möchte und das nicht mehr so an sich rankommen lassen möchte. Das ist halt so ein Verhaltensmuster, das wir jetzt sozusagen verändern möchten. Und was hält uns davon ab? Zum Beispiel wäre dann in dem Fall, dass man immer dazu neigt, seine Gefühle nicht kontrollieren zu können. Genau. Zweiter Schritt. Nutzen Sie Ihren Veränderungswillen. Jetzt verknüpfen wir massive Schmerzen mit dem Gedanken, am bisherigen festzuhalten und massive Vorteile mit der sofortigen Änderung.
Da geht es dann auch so ein bisschen in die Richtung, mit welchen Nachteilen man rechnen muss, wenn man sich nicht ändert. Ganz extrem natürlich, wenn ich jetzt meinem Chef in einer Besprechung oder bei einer hitzigen Debatte eins auswische, dann kann ich damit rechnen, dass ich gefeuert werde. Also verknüpfen wir diese Schmerzen mit dem Gedanken, uns zu ändern. Und da geht es auch so ein bisschen darauf hinein, wo dann genannt wird, dass wir von innen Druck aufbaut. Das hatten wir in einem vorherigen Buchtitel bereits, das hast du ganz gut erklärt, mit der Weg von Motivation, also der Motivation von etwas wegzukommen und der Motivation zu etwas hinzukommen. Also der Hinzu-Motivation, die man hier auch wieder gut anwenden kann und quasi als zusätzlichen Verstärker nutzen kann, um diesen Veränderungswillen aufzubauen. Genau. Ich wollte doch mal ein bisschen das weiter ausmalen im Bereich Schmerz. Und zwar wird dann hier im Kapitel auch gesagt, dass man den Schmerz nochmal zusätzlich ein bisschen verstärken kann, wenn man jetzt zum Beispiel Menschen aus dem persönlichen Umkreis mit in dieses Schmerzkonstrukt einfädelt. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich bin auf die Kritik oder den Wutausbruch von meinem Chef, werde ich halt auch immer selber wütend. Und deswegen wird zum Beispiel jetzt, wenn ich abends nach Hause komme nach der Arbeit, habe ich eine schlechte Stimmung, bringe ich dann zu Hause ein und habe dann einen Streit mit meiner Frau zum Beispiel oder mit den Kindern und das belastet die zum Beispiel auch. Und dann könnte man sich auch vorstellen, okay, wenn ich das jetzt ändere, jetzt nochmal, um jetzt auf diesen positiven Aspekt wieder zu kommen, dass man dann vielleicht abends nach der Arbeit, anstatt sich irgendwie aneinander zu geraten, Freude hat und Spaß dann hat und das Ganze hinter sich lassen kann. Das wäre zum Beispiel so eine Motivation, dass man das gar nicht so an sich rankommen lässt und einfach den Abend schön ausklingen lassen kann, ohne diese negative Energie vom Arbeitsplatz mit nach Hause zu bringen. Ja, um diese negativen Gefühle dann nicht mehr zu haben. Genau, richtig. Ja. So, dann im dritten Schritt, nachdem wir jetzt Schmerz und Freude mit unserem Verhaltensmuster assoziiert haben, geht es dann darum, dass wir das eingehende Muster oder das alte Glaubensmuster und das alte Verhalten unterbrechen. Und hier geht es wirklich darum, dass man, sobald dieser kleine Keim startet und man mit dem alten Verhaltensmuster beginnt, dass man da dann merkt, okay, ich muss das jetzt ändern und kapp sofort diesen Gefühlsschwall. Das ist natürlich am Anfang nicht einfach, das ist ganz klar, das ist wieder so ein Prozess wie beim Klavierstimmen, den man nach und nach verfolgen muss. Und was jetzt zum Beispiel hier genannt wird, ist zum Beispiel eine Variante, um dann diesen Verhaltens, den alten Glaubensmuster zu zerschlagen, ist dann, dass man das Muster in seine Bestandteile zerlegt. Und das könnte man ganz, ganz klassisch machen, wenn man sich das visuell vorstellt zum Beispiel. Das heißt, ich male mir Situationen aus, zum Beispiel die letzte Situation, in der ich von meinem Chef so ein bisschen Kritik bekommen habe, wo ich diesen Wutausbruch gespürt habe und wo ich auch selber gemerkt habe, okay, das hat mich dazu veranlagt, dass ich halt auch selber wütend wurde und diese negative Energie aufgebaut habe. Und dann überlege ich mir, okay, ich lasse die Situation nochmal in meinem Kopf bildlich vor mir abspielen und manipuliere sozusagen jetzt verschiedene Teile dieses Films, den ich mir abspiele. Und zwar lasse ich das zum Beispiel vielleicht wie so ein Zeichentrick ablaufen, also verändert die Figuren. Natürlich jetzt ein bisschen abstrakt alles, ne? Das muss man sich halt auch dazu sagen, das ist vielleicht manchmal ein bisschen ungewohnt, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, das ist eine sehr effektive Variante. Oder ich überlege, dass ich mir den Film, diese Streitgespräch vorwärts und rückwärts vor meinem inneren Auge abspielen lasse. Ich lasse meinem Chef vielleicht auch irgendwie Mickey Maus Ohren wachsen oder Pinocchio Nase, das Ganze so ein bisschen lustig und abstrakter darzustellen. Also dadurch, dass ich so dann halt ein viel positiveres Empfinden für Situationen entwickle. Oder da noch ein bisschen den Humor mit reinnehme, gerade auch durch diese Pinocchio-Nase, um sich selber so ein bisschen über die Situation lustig zu machen. Genau, richtig. Das Wichtige hierbei ist halt, dass wir durch die Veränderung dieser Bilder dann auch gleichzeitig unser Gefühl und unsere Assoziation mit dieser Situation verändern. Und das kann uns dann auch dabei helfen in zukünftigen Situationen, wenn wir diese dann nochmal erleben, dass wir da dann ganz anders reagieren und die auch ganz anders wahrnehmen. Ja, finde ich sehr gut. Um diese Situation oder um das Muster, das wir ja jetzt zerbrochen haben, zu füllen und nicht um dieses einengende Muster oder beziehungsweise wir sind jetzt ja in der Situation, zum Beispiel mit dem Rauchen,
und haben jetzt festgestellt, dass wir eigentlich meistens immer, wenn wir irgendwie nach der Arbeit auf dem Weg zum Auto oder auf dem Weg zum Sport oder nach dem Sport noch eine Kippe rauchen. Und dieses Muster haben wir jetzt unterbrochen. Und jetzt fehlt natürlich im ersten Mal, das heißt immer so ein großes Loch. Stopp mal kurz, Micha, wir sind nicht beim Rauchen, wir sind bei der Wut. Ach ja. Okay. Machen wir viel einfach nochmal neu. Genau, und jetzt, dadurch, dass wir dieses Muster unterbrochen haben, die Situation zum Beispiel mit der Wut, dass wir in der Situation sind und unser Chef uns eigentlich uns wieder so einen kleinen Seitenhieb gibt, in der wir jetzt eigentlich wieder wütend reagieren würden, unterbinden wir das, ist erstmal eine Lücke da. Erstmal eine Situation, in der wir nichts genau wirklich wissen, was jetzt zu tun ist oder wie wir uns jetzt zu verhalten haben. Und damit beschäftigt sich jetzt der vierte Schritt, wie man eine kraftvolle Alternative entwickelt. Denn die meisten Menschen, die sich bis zu diesem Schritt kommen, finden keine Alternative, keine Möglichkeit, sich von diesem negativen Zustand in einen positiven Gefühlszustand zu versetzen. Und fallen dann halt wieder entweder zurück oder kommen dann finden eine noch schlimmere Möglichkeit oder eine Alternative, die sich dann vielleicht entwickelt. Ja, ich glaube, darf ich mir kurz einhaken schon mal, bevor wir dann weitermachen? Ja. Ich glaube jetzt, dass da auch teilweise dann das äußere Druck dann zum Beispiel auch dann wegfällt und dass man dann deswegen so ein bisschen rückfällig wird. Ja. Oder dass man dann zum Beispiel merkt, okay, es ist vielleicht doch nicht so schlimm, wenn ich negativ nach Hause komme, oder wäre nicht so schlimm, weil das jetzt in der Vergangenheit immer so gut geklappt hat, dass ich mit einem positiven Gefühl nach Hause gekommen bin und die Stimmung gut war, denkt man sich vielleicht, okay, jetzt ist es für ein halbes Jahr gut gegangen, deswegen ist es vielleicht nicht mehr so schlimm, wenn ich jetzt einmal wieder in mein altes Verhaltensmuster zurückfalle und dann mit einer negativen Stimmung nach Hause komme. Ja, klar, das ist ja, das muss konsistent und durchgehend erfolgen. Wenn du da dir kleine Ausrutscher erlaubst, gerade in der Anfangszeit, das ist natürlich noch drastischer, fällst du da, glaube ich, sehr schnell wieder zurück. Und die Kunst besteht hauptsächlich jetzt natürlich da drin, eine Alternative zu finden, ein alternatives Verhaltensmuster, Verhaltensweise, die dich in ein gleiches, angenehmes Gefühl versetzt. Also in dem Beispiel mit der Wut ist es natürlich nicht angenehm, aber auf andere Beispiele sollte dich die geänderte Verhaltensweise dazu beflügeln, damit, Das so zu ersetzen halt. Genau, einfach, das Empfinden zu ersetzen. Ja, ich glaube, da würde ich vielleicht einfach versuchen, wenn ich dann so eine Wutreaktion hätte und die gut unterbrochen habe, dass ich da versuche, vielleicht irgendwie in so einen neutralen Zustand zu gelangen. Ich glaube, man kann jetzt nicht freudig sein, wenn man krass Kritik bekommt oder so, aber vielleicht, dass man da neutral wird und versucht, das gar nicht so auf sich ranzulassen. Ich würde einfach versuchen, dann vielleicht so eine Barriere aufzubauen zu dem, was halt gerade geschieht, und das Ganze halt weiter in so einem Zeichentrick-Szenario ablaufen zu lassen. Ja. Genau. Ja, im fünften Schritt, ich wollte jetzt weitermachen, wäre es okay? Sehr gerne, ja. Genau, nachdem wir dann halt dann sozusagen diese Alternative entwickelt haben, wir nehmen einfach jetzt mal, dass man, unsere Alternative in dem Fall wäre jetzt, dass man zum Beispiel das Ganze neutral beobachtet und sozusagen als dritte Person diesen Wut beobachtet und das gar nicht so richtig wahrnimmt, wäre dann Schritt 5, dass man das Muster, wie du schon gerade auch angerissen hast, leicht so lange konditioniert, bis es halt auch dauerhaft ist. Und das geht natürlich nur dadurch, dass man zum Beispiel die Nervenbahnen ausreichend verknüpft und die alten absterben lässt, die halt zu einem Wutausbruch oder zum Gegenwutausbruch geführt haben. Und das geht halt nur, wenn man das so oft wiederholt wie möglich. Darf ich da schon einhaken? Sehr gerne. Was ich sehr interessant fand bei dem Punkt, weil das auch hier genannt wurde, dass jedes gewünschte Verhalten konditioniert werden kann, wenn wir es nur oft genug mit großer emotionaler Intensität einüben. Sehr interessant, dass es wirklich funktionieren würde, dass du dir alles aneignest oder anübst, wenn du es halt nur mit einer großen Freudeempfindung und Belohnung versuchst. Ja, okay. Dann gibt es hier jetzt zum Beispiel auch dann mehrere Möglichkeiten, die man jetzt
aus der Tierzucht, werden jetzt hier Beispiele genannt, oder aus der Tierdressur, wie man sozusagen diese Konditionierung dann auch langfristig bei sich selber einarbeiten kann. Da gibt es einmal dann die variable Verstärkung, das heißt, in diesem Fall sprechen wir jetzt von der Delfindressur. Und da geht es zum Beispiel darum, dass die Tiere nicht jedes Mal, wenn sie springen, man kennt das, glaube ich, auch diese Wassershows im Sea Life. Ja. Im Sea Life gibt es das gar nicht, ne? Ich bin schon wieder ganz woanders. Aus Amerika gibt es das, genau, glaube ich. Da gibt es auch mehrere Waterparks, wo halt dann Delfine und Wale springen. Und diese Variable-Verstärkung ist dann zum Beispiel, dass man nicht regelmäßig den Tieren was zu essen gibt, wenn sie springen, sondern halt immer vielleicht unregelmäßig. Das heißt beim ersten Sprung, beim zehnten oder beim zweiten direkt, dass sie halt sozusagen sich nicht daran gewöhnen, immer nur beim dritten Sprung so hoch wie möglich zu springen, sondern immer so hoch wie möglich zu springen, damit sie halt diese Belohnung bekommen. Um das Ganze jetzt dann auf unsere Wut-Situation zurückzuprojizieren, da könnte man zum Beispiel überlegen, dass man sich selber belohnt, indem man eine angenehme Überraschung sozusagen sich selber verabreicht, wenn man die Situation zum Beispiel bestanden hat, ohne mit einer Gegenwutreaktion auf die Kritik von dem Chef oder dem Wutausbruch vom Chef zu reagieren. Ja, das ist natürlich wieder auch sehr persönlich, da eine Belohnung zu finden, die einem am meisten Freude bereitet oder die man am meisten schätzt oder die man am meisten begehrt. Ja. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen, ich gebe jetzt noch eine zweite Möglichkeit, die ich nochmal ansprechen möchte, aber allgemein, da ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht ist das schwierig, dass ich selbst so diese Motivation oder diese Verstärkung sich selber zu verabreichen, vielleicht ist es da auch besser, wenn man vielleicht mit seiner Frau dann zum Beispiel drüber spricht und dann sagt, okay, ich bin jetzt, immer wenn ich abends nach Hause komme und gut gelaunt bin, anstatt negativ, kriege ich vielleicht irgendwie eine Überlohnung, aber du machst das halt so, dass ich das halt jetzt nicht jedes Mal bekomme, wenn ich gut nach Hause bekomme oder halt immer dann so in unregelmäßigen Abständen. Eine Überraschung vielleicht, das wäre vielleicht eine Option, weil ich weiß nicht, es kommt da auch immer sehr darauf an, wie stark bin ich mental, dass ich dann auch teilweise mir unregelmäßig diese Belohnung, ja, mich dieser Belohnung aussetze. Ja. Genau. Ansonsten die zweite Taktik, um da so ein bisschen positive Verstärkung zu erlangen, wäre dann die Jackpot-Technik. Das ist interessant, da gibt es halt auch aus der Delfin-Dressur ist es halt so, dass die Tiere dann teilweise, wenn sie hochspringen, auf einmal 4, 5 Fische auf einmal bekommen, anstatt einen, um sozusagen diesen Glücksmoment noch ein bisschen weiter auszuleben. Das ist nochmal ein bisschen zu verstärken, zu intensivieren. Genau, richtig. Und ich glaube, da kann man dann vielleicht auch überlegen, dass man mit seiner Frau vielleicht ein Abkommen macht, dass die halt dann vielleicht einmal einem anstatt einem Kuchen 5 Kuchen backt oder ähnliches. Das so positiv ist dahingestellt, aber schöner Vergleich, schöne Metapher. Ja, also im Endeffekt, das sind jetzt vielleicht so zwei Ansätze, die man vielleicht mal überlegen kann. Da muss man gucken, dass man das vielleicht noch ein bisschen für sich selber anpasst. Ja, es muss halt sehr, es ist schon individuell auf einen abgestimmt sein und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ja, wenn ich sowieso regelmäßig da eine Verstärkung erfahre oder eine Belohnung, dann macht das für mich keinen Sinn. Ich fahre die Jackpot-Technik oder andersrum. Genau, richtig. Das sind jetzt auch noch zwei Techniken. Es gibt jetzt noch zwei, drei andere. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle besprechen müssen. Da kann man uns vielleicht auch das Buch sich nochmal zulegen und dann mal reinschauen. Genau. Und als letzten Schritt ist jetzt der ganze, der sechste Schritt ist jetzt die Do-it-yourself-Methode, sag ich mal, oder der Do-it-yourself-Schritt eher. Heißt, ich fasse es nochmal zusammen, wir haben jetzt ein bestimmtes Gefühls- oder Verhaltensmuster, das wir ändern wollen. Dazu haben wir uns jetzt bekannt und das haben wir jetzt auch anerkannt, dass da Änderung vonnöten ist. Wir haben inneren Druck aufgebaut. Wir haben Gründe gefunden, weswegen wir dieses Verhaltensmuster ändern wollen. Dann haben wir das alte Muster durchbrochen. Uns ist aufgefallen, wann das alte Muster sich durchgesetzt hat. Wir haben gewisse Abhängigkeiten oder Situationen entdeckt und diese dann auch durchbrochen. Und eine neue Alternative gefunden und uns auf diese Alternative konditioniert, die uns mit genau dem ähnlichen oder mit dem gleichen angenehmen Gefühl versetzt, um nicht in so ein Loch zu fallen.
Oder halt das negative Gefühl durch ein angenehmes ersetzt. Genau. Ja, aber sonst. Ja, ich finde das nochmal jetzt auch am Ende nochmal zu sagen, hier ist wirklich, wirklich sehr interessant, dass man diese Konditionierung auf fast alles anwenden kann, was man eigentlich ändern will. Man muss halt nur sich klar sein, dass es nicht von jetzt auf gleich geht, sondern dass es vielleicht ein Prozess von mehreren Monaten ist, dass man da halt das im Hinterkopf behält. Ja, fand ich auch sehr, sehr interessant, dass man da wirklich alles erreichen kann. Aber ist natürlich auch Geduld geboten, wie du schon gesagt hast, das stimmt. Das passiert nicht von heute auf morgen. Genau. Gut, ansonsten würde ich das Kapitel jetzt liegen lassen. Die neuroassoziative Konditionierung. Und mit dem Blick auf die Uhr. Ja, die Uhr, die spielt natürlich wie immer gegen uns. Hast du vielleicht noch ein Paradebeispiel oder ein Beispiel, wo du die neuroassoziative Konditionierung eingebracht hast? In meinem Leben meinst du jetzt? Genau. Ich habe das mal probiert mit dem Fitnesstraining, muss ich zugeben. Also das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen, ja, lehnt jetzt auch ein bisschen auch, nee, ich mach mal von vorne. Ich habe das damals oder auch öfter nochmal immer versucht mit dem Fitnesstraining, das heißt, dass ich dann versuche, mich darauf zu polen, wirklich regelmäßig konstant meine Ernährung durchzuziehen und auch ins Studio zu gehen, weil teilweise ist so ein bisschen der Schlendrian hier reingekommen, nachdem wir nicht mehr zusammen ins Fitnessstudio gehen. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger, wenn man alleine unterwegs ist. Und wenn man da zum Beispiel diese 6 Schritte durchgeht, im ersten Schritt, dann ist ja klar, was man für ein Ziel erreichen will, gut oder einen fiten Körper. Und Schmerz ist natürlich ganz klar, dass mein Körper dann irgendwie nicht mehr so fit ist, oder auch ein bisschen einrostet, jetzt mal bildlich gesprochen. Und positives Gefühl wäre vielleicht auch, habe ich mir überlegt, okay, wäre vielleicht cool, wenn andere dann sagen, boah, du hast ja jetzt wieder trainieren gewesen, hast ja einen dicken Bizeps, einen dicken Oberarm bekommen, Kollege. Genau, das wäre natürlich ganz klassische Schmerz- und Freude-Assoziation. Und dann das alte Muster zu unterbrechen, in dem Fall wäre zum Beispiel so, dass ich gehe zum Beispiel mal morgens ins Fitnessstudio, und früher war es halt teilweise dann so, dass ich da morgens anstatt aufzustehen liegen geblieben bin. Und dann, das war dieses alte Verhaltensmuster, dann einfach liegen zu bleiben und nicht loszustarten. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, da so ein bisschen dann dieses Muster direkt zu unterbrechen, indem ich dann sage, okay, sobald ich anfange, den Gedanken zu haben, ich bleibe liegen, stehe ich sofort auf, ziehe mich an und gehe direkt los und suche sozusagen diesen Diskomfort, diese, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch jetzt heißt, aber also diese Unbequemlichkeit, glaube ich, das ja. ist es, weil das auch Situationen sind, in denen man halt dann merkt, okay, jetzt kann ich wieder eine neue Chance, mich weiterzuentwickeln oder auch was von meiner Gesundheit zu tun. Du gehst also aus deiner Komfortzone da raus. Genau, und dann, genau, und Alternative dann in dem Fall wäre dann zum Beispiel gewesen, dass ich dann sage, okay, ich schlafe dafür vielleicht natürlich an anderen Tagen länger oder habe am Wochenende einen Tag, an dem ich dann länger schlafen kann und bewusst vielleicht auch ausschlafe und nicht so früh aufstehe, um ins Fitnessstudio zu gehen. Und genau, das dauerhafte Konditionieren wäre halt dann so gegangen, dass ich mir halt dann wirklich auch überlege, okay, manchmal ist es dann so, dass ich dann vielleicht auch 1-2 mehr Pausentage einlege und vielleicht eine Woche mal anstatt 5-mal dann 3-mal gehe und dann sage, okay, die 2 Wochen muss ich jetzt vielleicht 5-mal gehen und dann in der Woche 3 gehe ich dann nur 3-mal, dass ich sozusagen so ein Ziel habe, wo ich darauf hinarbeite, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Freiraum habe und ein bisschen mehr Zeit für mich und ein bisschen mehr ausschlafen kann. Cool. Mir würde tatsächlich gerade keine Situation einfallen, wo ich das mit diesem Verzerren und Co. schon angewandt habe. Ja, das mit dem Verzerren ist auch immer so, ich glaube, bei mir war es, ist natürlich jetzt schwer, das im Fitnessstudio anzumelden. Man muss auch mal so gucken, manche Bausteine kann man jetzt, glaube ich, auch nicht immer in jedem Bereich anwenden. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das anwende. Soll ich mich dann im Fitnessstudio stellen und überlegen, wie ich da wie deine Arme auf einmal wächst, wie Gummi sind und hin und her schlackern? Ja, vielleicht so in die Richtung, ja. Aber ja, ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Methode und ich glaube, sie ist auch sehr effektiv, aber man muss halt auch immer ein bisschen abwiegen, inwieweit man das halt auch dann nutzen kann. Ne? Ja, absolut. Gut. Ansonsten würde ich sagen, das war wie immer unsere persönliche Zusammenfassung. Wenn ihr Interesse habt, das noch intensiver zu erfahren,
tut euch keinen Zwang an und geht in die Buchhandlung. Da gibt es auch ganz viele interessantere Bücher, die man lesen kann. Kleine Werbung für die örtliche Buchhandlung vor Ort. Die Meiersche. Die Meiersche, oder wie man also sie auch bei euch um die Ecke heißt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, die letzten zwei Teile des ersten Teiles des Buches. Und dann fangen wir mit dem anderen Teil des Buchs an. Genau, also auch nochmal von meiner Seite, also wir haben auch jetzt viele Beispiele gar nicht genannt, die in dem Buch besprochen sind, wenn man da nochmal ein bisschen einsteigen will. Haben wir auch noch ansonsten Details zu dem Buch in unserer Videobeschreibung, in unserer Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Woche, wo wir den dritten Teil vom ersten Teil besprechen und auch nochmal danach in der Folge das Ende des Buchs. Genau, bis dann. Bis dann, ciao.